Ja, super, ich kann euch überhaupt nicht sehen. Ja, das finde ich gut. Ich denke, heute ist ein guter Abend, um mit Vorurteilen aufzuräumen. Und darum will ich euch eine Geschichte von Herkules erzählen, die ihr so vielleicht noch nie gehört habt. Herkules war so stark, dass er von Anfang an die Aufmerksamkeit seiner Umgebung erregte. Immer wieder lieferte er sich Kämpfe mit seinem heißgeliebten Bruder Iphikles, und da Herkules diese Kämpfe stets gewann, wurde er von seiner Umgebung bewundert und gefeiert. Doch er merkte auch, dass sein Vater Amphitryon über seine Siege nicht glücklich war. Und schließlich, da hatte er mehr und mehr das Gefühl, dass der Vater seinen Bruder Iphikles mehr liebte als ihn. Und das war auch so. Denn in der Familie gab es ein dunkles Geheimnis, das sich aber schließlich offenbarte. Amphitryon war nicht Herkules leiblicher Vater, eine Tatsache, die seiner Mutter Alkmene unendlich peinlich war, für die sie aber nichts konnte. Es war nämlich so, dass Zeus, der König der Götter, einmal ein Auge auf Alkmene geworfen hatte und beschloss, sie sich zu nehmen. Und als Amphitryon in den Krieg zog, da befahl Zeus der Sonne, einen Tag nicht zu scheinen, nahm die Gestalt Amphitryons an, ging zu Alkmene, behauptete, er wäre früher aus dem Krieg zurückgekehrt und verbrachte so eine dreifache Liebesnacht mit ihr, in welcher Herkules gezeugt wurde. Erst als der echte Amphitryon kurz danach zurückkehrte, merkte Alkmene, in welches Dilemma sie geraten war. Amphitryon verzieh ihr und zeugte noch in derselben Nacht Iphikles. Und so kamen Herkules und Iphikles als ungleiche Zwillinge zur Welt. Die Kinder waren noch klein und lagen in der Wiege. Da warf einmal jemand zwei giftige Schlangen hinein und der kleine Herkules erwürgte sie mit bloßen Händen. So rettete er sich und seinem Bruder das Leben. Herkules wuchs also heran und war einerseits der bewunderte Göttersohn und andererseits der uneheliche Bastard. Diese ständige Mischung zwischen Bewunderung und Ablehnung verwirrte ihn und machte ihn aggressiv. Außerdem hatte er seine große Kraft gar nicht unter Kontrolle. Und schließlich eines Tages geschah ein Unglück. Denn ihr müsst wissen, Herkules war ein Musiker. Er liebte es, auf der Lyra zu improvisieren, und hätte man ihn gelassen, hätte er sicher den Jazz oder Blues oder den Punk'n'Roll erfunden. Aber so sehr er es liebte, auf der Lyra zu improvisieren, so sehr hasste er es, die Noten zu lernen. Das ist übrigens etwas, was Herkules und ich echt gemein haben. Die Welt der Noten erschloss sich ihm einfach nicht. Naja, als sein Lehrer ihn aber zwang, als Strafarbeit die Noten der herkömmlichen Lieder zu lernen, da wurde Herkules so wütend, dass er den Lehrer mit der Lyra erschlug. Dafür wurde er von seinem Stiefvater des Landes verwiesen und musste zur Strafe die Rinder in den Bergen hüten. Nun war er da in den Bergen, ein einsamer Jugendlicher voller Wut. Und er wuchs heran und nur ab und zu, ganz selten, hatte er Kontakt zu anderen Hirten. Die meiste Zeit war er allein, war der Hitze und der Kälte ausgesetzt, der Sonne und dem Regen, hing seinen Gedanken nach, wusste, dass er sich schuldig gemacht hatte, wusste, dass er es nicht rückgängig machen konnte, aber all das half ihm nicht.
Um diese Zeit trieb im Land von König Thespios ein schrecklicher Löwe sein Unwesen und er riss, was ihm unter die Klauen kam. Als Thespios nun von den Hirten erfuhr, der so stark war, dass er es mit dem größten Ungeheuer aufnehmen konnte, wurde Herkules in sein Land gebracht. Herkules hatte den Befehl, den Löwen zu töten, und das tat er auch. Und dann wurde ihm zu Ehren ein Fest gefeiert. Herkules wurde frisch gebadet und eingeölt, er bekam neue Kleider. Und ich kann euch sagen, so braun gebrannt und frisch eingeölt, so muskulös war er natürlich der Mittelpunkt des Festes. Er genoss es. Er genoss die bewundernden Blicke der anderen Männer und das scheue Lächeln der schönen Mädchen, die sich darum rissen, ihm den Wein und die Speisen zu reichen. Also, hier wollte er immer bleiben. Gut, dass Thespios gesagt hatte, dass es an ihm liegt, so lange zu bleiben, wie er wollte. Als Herkules nun nachts im Bett lag und glücklich seinen Gedanken nachhing, da öffnete sich auf einmal die Kammertür. Und die jüngste und schönste von König Thespios Töchtern stand nackt vor ihm. Sie kroch in sein Bett und er verbrachte eine leidenschaftliche Liebesnacht mit ihr. Am Morgen verabschiedete sie sich von ihm. Ich war heute das erste und letzte Mal bei dir. Man darf mich nie wieder bei dir sehen. Oh Liebste, sag das nicht. Komm morgen, wenn es Nacht wird, zu mir. Ich werde dich nicht verraten. Ich will sehen, was ich tun kann. Als sie gegangen war, wusste Herkules nichts mit sich anzufangen. Er hätte am liebsten den ganzen Tag mit dem Mädchen im Bett verbracht. Aber tagsüber waren die Königstöchter in ihren Gemächern und die waren für andere nicht zugänglich. Er machte ein paar sportliche Übungen, schaute gelangweilt aus dem Fenster und dann ging er im Park spazieren. Erst zu Abend und dann endlich wurde es Nacht. Und voller Erwartung lag er auf seinem Bett und dann hörte er schon nackte Füße über den Marmorboden laufen. Die Tür öffnete sich, schloss sich wieder und etwas samtig Weiches, Warmes kroch in sein Bett. Wenn du das Licht gelöscht lässt, verspreche ich dir, dass du auf deine Kosten kommen wirst. Naja, Herkules konnte auch mit den Händen sehen. Und so verbrachte er eine zweite leidenschaftliche Liebesnacht. Es wird erzählt, dass Herkules auf diese Art und Weise 50 Nächte verbrachte, ehe ihm einmal die Idee kam, wieder auf andere Abenteuer auszugehen. Und so verabschiedete er sich von Thespios. Leb wohl, Herkules. Ich hoffe, du bist mit unseren Diensten ebenso zufrieden, wie wir es mit deinen sind. Ach, die Sache mit den Löwen, das war doch nichts. Nein, ich rede nicht von dem Löwen. Ich rede von den schönen Mädchen. Ich habe meine 50 Töchter nacheinander zu dir geschickt. Weißt du, starke Gene geben gesunde Nachfahren und viele Nachfahren bedeuten Reichtum. Herkules ging, ohne zu wissen, wohin. So ein Scheiß! Hat mich eigentlich mal jemand gefragt, ob ich das will? Mann, ey, und alles nur wegen meiner Kraft. Hätte ich nur den Löwen nicht getötet. Und wäre König Thespios und seinen Töchtern nicht begegnet. Scheißdreck. Ich hätte es ja mal merken können, dass es immer eine andere war. Alles nur wegen meiner Lust. Jetzt bekomme ich 50 Kinder. 50! Wenn man sich eins andrehen lässt, das ist schon viel, aber 50? Ich wollte kein Göttersohn sein. Muss ich eigentlich immer das tun, was die Götter gerade so mit mir spielen?
werde ich eigentlich mal gefragt, was ich will. 50 Kinder, wahrscheinlich kriege ich nie eins von denen zu sehen. Mein Vater ist ein Schwein, aber er ist ein guter Liebhaber. Was der kann, kann ich schon lang. Ah, ich werde es jetzt genauso machen wie er. Ich werde mich mit den Mädchen vergnügen und Verantwortung muss ich eh nicht tragen. Ist mir doch egal. So in seinen Gedanken versunken, kam Herkules einen Hang hinunter. Und da sah er unten im Tal eine Stadt. Die weißen Häuser leuchteten in der Sonne. Auf dem Meer, da lagen die Fischerboote. Mitten in der Stadt war ein Markt. Und Herkules sah in der Ferne das bunte Treiben und ab und zu, da drangen die Rufe der Marktschreier zu ihm. Vor der Stadt waren bunte Blumenwiesen, auf denen Schafe und Ziegen weideten. Das sah alles so friedlich aus und so schön. Das gefiel ihm gut. In diese Stadt wollte er gehen, da wollte er leben. Herkules ging auf die Stadt zu und kam zu einem Scheideweg. Nach rechts ging es und nach links. Nein, nach links ging es und nach rechts. Und auf jedem der beiden Wege war jeweils eine Frau. Und wie freundliche Gastgeberin schienen sie die vorübergehenden Wanderer in Empfang zu nehmen und auf ihrem Weg zu begleiten. Als Herkules zu ihnen kam, da wandte er sich der Linken zu. Wer bist du denn? Ich bin die Lust, du schöner Sohn des Zeus. Komm mit mir, auf meinem Weg wirst du nie wieder arbeiten müssen. Du wirst keine Sorgen mehr haben, keine Probleme, komm. Und wer bist du? Ich bin die Tugend. Auf meinem Weg wirst du Schwierigkeiten haben und Kämpfe. Aber mit jedem gelösten Problem und mit jedem Kampf, mit jedem Sieg über jeden Kampf wirst du reifen und stärker werden. Komm mit mir, du schöner Sohn des Zeus. Ich biete dir Feste und Feiern. Schöne junge Mädchen, guten Wein und gutes Essen, komm! Die Tugend holte einen Spiegel aus ihrem Gewand. Auf meinem Weg wirst du dich selbst erkennen und du wirst die wahre Liebe erkennen. Herkules schaute in den Spiegel und sah sich selbst. Er war älter. Aber er wirkte sehr zufrieden und hinter ihm, da stand eine Frau. Und in dem Moment, wo er sie erblickte, da fühlte er eine tiefe Verbundenheit und eine große Liebe. Oh, du schöner Sohn des Zeus, komm mit mir. Du wirst auf jedem Fest der Mittelpunkt sein als Sohn des Zeus. Komm. Ja, Feste feiern, Wein trinken und Mädchen, jede Nacht eine andere, das will ich. Andererseits jeden Morgen dieser schale Geschmack und diese innere Leere, warum das alles, wofür, wo ist der Sinn? Ich wähle den Weg der Tugend. Ich weiß aber auch, dass ich den Weg ab und zu verlassen werde. Die Tugend nickte und fasste Herkules bei der Hand. Hört, ihr Götter und Menschen, dies ist Herkules freie Entscheidung. Von nun an habt ihr keine Macht mehr über ihn. Die Tugend führte Herkules auf ihrem Weg, während die Lust in einigem Abstand hinterher schlenderte. Du bist nicht allein, da, 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 du bist nicht allein, la, 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 du bist nicht allein, da, 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 da.